Hm. Ein Auto. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Zack. Was? Nichts, ich hab mir sowas noch nie gesehen. Boah, da vorne ist ein Vogel. Etwa den Wald? Ja. War ich noch nie. Ist ziemlich cool. Was bist du denn für ein Vogel? Nein, flieg nicht weg. Mano. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Ja, die Spannung zwischen den beiden ist noch nicht so schön. Gegenteil, die beiden scheinen noch ziemlich Abneigung füreinander zu empfinden. Und das könnte ein Zusammenarbeiten doch durchaus erschweren. Oh, Sperrgebiet. Sperrgebiet. Da ist eine Kette. Komme ich eh nicht auf. Oh Mist. Ja. Klettern wir rauf? Ja. Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drum herum. Das sollte ja kein Problem darstellen. Wow, da. Was? Fireflies. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Ja. Sorry. Ich musste das einfach tun. So. Guck mal einer an. Wir klettern jetzt hier hoch. Oh nein, das hat den. Nee, doch, das war richtig. Ich gehe da mal Ups. hoch und sehe mich um. Oh. Ja. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Das heißt, du brauchst eine Nahkampfwaffe, du brauchst, weiß ich nicht, eine Schere und Klebeband. Und dann kannst du dir da was draus zaubern. Die Nahkampfwaffe kannst du danach immer noch benutzen, aber diese Verbesserung ist dann halt kaputt nach der Anzahl. Das heißt, du kannst jetzt hiermit einmal zuschlagen und hast quasi einen One-Hit-Kill. Sehr, sehr hilfreich gegen Klicker, muss ich euch sagen. So, hier seht ihr das. Boah, ich kann mir nochmal ein Messer machen, das ist sehr wichtig. Das habe ich, dann mache ich mir nochmal so ein. Perfekt. Ach da, ein Brett. Wie wär's damit? Du hast recht. Wow, jetzt habe ich das Ding fast geworfen. Dreieck. So, stelle ich das Ding mal dahin. Klack. Muss ich hier schuften, weißt du? Aber gut, sie hat das Ding ja gefunden. Wir wollen ja nichts so sein. Hoch damit. Oh. Ich merke gerade, ich verpasse Fußball. Aber es ist nur zweite Liga. Na also. Kann ich heute mal darauf verzichten, glaube ich. Ja, schwupp. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Keine Das Ahnung. wäre gut für uns. Wow, dann sehen Sie mal nach.
Okay, komm. So. So. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht dass du fällst. So, es wird gleich wieder ein bisschen gefährlicher. So, eine Flasche. So, und zwar hast du da ein und da ein. Sind das alle? Nein. Was ist das? Shit. Das, oh, hier liegt ein Basketball. Von der Firma Palo Eng. Ist das eine Mannschaft? Ich bin leider im Basketball nicht so bewandert, zumindest in der NBA und so. So, den klatsche ich jetzt weg. Oh Mist, bleib zurück! Zack. Oh, so. Nein! Wie viel Tesafilm? Lappen. War hier im Haus nicht auch noch einer drin? Fragezeichen? Hier durch! Ob das so die richtige Variante ist? War doch einer. Oder auch nicht, sie läuft hier voll gechillt durch. Oh, perfekt, Teile. Was hast du denn? Alles okay? Ich versuche pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie pfeifen? Fast. Warte eine Sekunde. Oh, perfekt. Ich finde das voll witzig. Ich die ganze Zeit versucht, da pfeifen zu lernen. Oh. Perfekt. Dann kann ich die Ende mal wieder nachladen. Ja, perfekt. Pillennotiz. Reminder, collect more pills. See if I can scrounge up some extra ammo. I only have 3 weeks until the next drop off with Tess. Erinnerung, mehr Pillen sammeln. Und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Das klingt sehr nach Robert. Oder so. Irgendwer jedenfalls, der uns beliefert hat. So. So, das war das. Achso, da oben konnten wir nicht lang. Der hat leider nichts für mich. Unheimlich. So, und hier steht gleich einer. Und den machen wir gleich weg. Den müssen wir nämlich wegmachen. Oh, fuck. Klong, klong, klong. So, der ist tot. So, maximale Gesundheit. Nur noch das hier fehlt mir. Schwankende Waffe, Medikits, Fertigungszeit, Losmodus, maximale Gesundheit. Aber das ist das Wichtigste. Ach fuck, ich hab nicht genug Band. Mann.
Hab alles, aber Band fehlt mir. So. Ja. Gott verdammt. Ja. Zu. Schlecht. Dann muss man das wohl anders lösen. Deswegen hüpfen wir einfach mal hier runter. Zack. Ja. Oh Mist. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Ja, okay. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Ja, da hat sie wohl recht. Gut. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Zack. Mal sehen. Okay. Tada. Tada. Danke. Erstmal tauschen. Musste ich da lang? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder musste ich da lang? Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Hoffe ich. Was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meinte, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Soweit alles erstmal. Oh. Dicker Kübelpillen. Ein Frosch. Hey! Gartenzwerge. Teile. Perfekt, jetzt kann ich meine Nahkampfwaffe endlich modifizieren. Hey, da! Was? Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann. Ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Ja. Was? Okay. Verstehe. Okay, hier kann man nicht rein. Das. Wow. Da war ich vielleicht etwas unvorsichtig. Ich muss jetzt sowieso mal ein bisschen aufpassen. Oh, Teile. Jawohl. Es lohnt sich doch immer mal wieder überall zu gucken. Ich dachte, hier ist schon was gewesen. Aber nein, alles gut. Noch mehr Teile. Jawohl. Teile, Teile, Teile. Sammeln, 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 sammeln. Ich glaube, ihr Pfeifen wird langsam besser. Ah ne, das sind die Vögel. Bist du hinter mir? Ja, bist du. Und sie wie immer voll gechillt und ich hier nur am rumcrouchen. Wow, sieh mal da. Was denn? Achso, du hast diese geile Spielekonsole gefunden. Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Ich habe leider kein Geld. Sind wir hier einen Lappen? Auf der Seite noch was? Nein. Haben wir hier noch was? Scheren. Okay, mache ich mir ein Messer.
Oder mache ich mir das Ding da dran?